So, wir sind auf dem FTL-Schiff, ich würde mal sagen, notgelandet. Chatmo, everyone in the hold is dead. That's an order. Get out of here. Winter. Wait, where's Cruz? How do we get out of here, Bishop? Winter. He's pinned, Reed. Find a way out of here with Bishop. Leave no man behind, right? I'll try to get him out while you guys find a way to open the airlock door. I'll take O'Neill, Reed, and Hicks through the maintenance hatch. That will get us inside. I say we have roughly 8 minutes until Atmo breach. Wait! Don't argue! Go! Understood. Keep moving! How you doing in there, Captain? Could use a magazine. We got 8 minutes, sir. I'm gonna find a way to get you out of there. Are you out of your mind? Almost there. Stay out of sight, Winter. Good plan. Need a sit rep. I can't risk opening the door with her still inside, Winter. Do you know how to use the cargo launcher? It's for mid-air supply drops. I'm all ears, Bishop. You have to reset the cargo launcher before you use it. The automation system is offline from the crash. Winter, you have to do it manually. Solid copy, Bishop. Make sure she's in front of the cargo launcher before you pull the release. Okay, wie um alles in der Welt soll ich das jetzt machen? Da dummerweise jetzt halt auch nicht nicht hingeguckt, als das Viech an Bord geklettert ist oder wo das genau hergekommen ist. Ich kann mich nur noch grob an diese Sequenz hier erinnern. Ich glaube, das war total dumm. Ich lasse jetzt mal das HUD an, weil das jetzt hier zum Sehen von den unterschiedlichen Sachen ganz nützlich ist. Ich glaube, das war ein unfassbar unspektakulärer Endkampf. Aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, passiert gar nichts weiter. Läuft nur irgendwie dumm von einer Seite zur nächsten. Ja, und sie erwischt einen dann zwischendurch mal. Das bringt, glaube ich, auch absolut gar nichts, auf sie zu schießen. Also das ist totaler Quatsch.
take it from here, Marines. You all find Michael Wayland and make him talk. Take this corporation down for good, for all the souls we lost. And then turn the ship around and get our Marines off the surface of that godforsaken rock. Roger that, sir. Good hunting. Clamps disabled. Engine spooling. Godspeed, Captain. Let's see if this bitch can fly. Actual out. Did any of that really just happen? Show off. On the other side of this door is Michael Wayland. The reason we're all here. We lost the Sulaco flight recorder. Wayu destroyed everything at the facility. We need him alive, and we need everything he knows. Agreed? O'Neill, I need you on this one, man. We can get these guys. Now wait, 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 before you shoot me, wait, just wait! Do you even know? Do you even know what you take away? Please, 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 don't do this. I'm just the face that runs the company. O'Neill, think about what you're doing. I'm done thinking. We got him, man. Just put the gun down. I can't do that. Someone has to pay for this. For Cruz. For Keys. For all the ones we lost. For her. Don't make me say her name. If anyone says her name, I swear to God I will blow his head the fuck off! Please don't shoot. Do not speak to me, you sack of shit! Can I speak with you then? Bishop, get the hell out of the way, man! No. I'm not playing around, Bishop. If you don't move, I will shoot right through you. No, you won't, because Bella wouldn't want you to. I said don't say her name! Bella. O'Neill, shoot him. Hicks, what the hell, man? O'Neill, you're supposed to shoot him. This is how it's supposed to happen. Stand down, Corporal! Don't do it, O'Neill. Oh, thank you for not killing me. Oh, my God. I just shot your guy. We needed him! Look again. That wasn't the real Wayland? Negative, Corporal. But how did you know that wasn't the real Wayland? You said we need to find out what he knows. 13 weeks and 4 days they had me. Spent hours a day in a room, torture after torture. Some days I could barely take it. But when there's only two of you in the room, you notice when the other guy ain't breathing. Why not keep him alive? Because he would kill every one of you the first chance he got. That's its function. Bishop? I can download any data he has. This is a special model. We might get lucky. What do you need, Bishop? Clear a space and find a scalpel. Is this dangerous? There are tubes in my brain. Dumb question. Incredibly sorry. You ready, Bishop? It's already downloading. Please give me a moment, Winter. Is this gonna work? It'll work. How do you know? You lost a girl too, right? Yeah. Me too. It has to work. Bishop, are you okay? Please tell me we got something. Anything. We really need a win here, man. We got everything. Ja, das war das etwas unspektakuläre Ende von dem Spiel. Mit einem sehr merkwürdigen Bosskampf am Ende noch. Der halt offensichtlich so gebaut war, weil sie gemerkt haben, okay, sie können da jetzt keinen klassischen Kampf einbauen.
Warum auch immer nicht. Also wollten sie irgendwas machen, was mehr auf Funktion setzt. Eben dieses Rausschleudern, damit auch der Captain dann nochmal so seinen großen Moment hat. Und das tatsächlich das Ende der Kampagne. Fand ich ein bisschen schwach, irgendwie so das. Weiß nicht, das fand ich ein bisschen unbefriedigend, das ganze Ding am Ende. Aber was halt auch ein bisschen komisch ist, diese ganze Geschichte, dass der Wayland, also der Michael Wayland, der sieht halt aus wie Bishop, aber Bishop ist doch eigentlich nach dem Firmengründer aus dem 20. Jahrhundert modelliert. Ich meine, die sehen ja, klar, die sind vielleicht irgendwie eine Familiendynastie, aber die sehen ja dann nicht tatsächlich alle aus wie der Großvater, also Urgroßvater, so. Das ist ein bisschen affig, also dass du den halt genauso aussehen lassen, ist ein bisschen dumm, aber naja, mein Gott. Das hat sich eh ganz schön viel hin und her geschoben. Also es gibt noch dieses Stasis Interrupted, das habe ich jetzt aber, wie gesagt, noch nicht in der deutschen Fassung zusammengebaut, also noch nicht englische Version mit deutschen Untertiteln. Könnte ich machen, wenn ihr möchtet, dann könnte man das auch noch spielen. Da spielt man, glaube ich, Hicks und erlebt, glaube ich, ein bisschen die Zwischenstory zum Teil. Ich glaube, man spielt sogar drei Figuren, bin ich ganz sicher. In jeder Mission sind drei Missionen, in jeder Mission, glaube ich, eine andere. Genau. Das wäre noch so eine Option. Könnten wir gerne machen, habe ich kein Problem mit. Aber das war jetzt zumindest so mal die Hauptkampagne von Alien Colony Marines. Ich finde, nach hinten raus lässt es ein bisschen nach. Also, da funktionieren manche Szenen nicht mehr so wirklich gut. Andere wiederum, selbst hinten, sind noch irgendwie ganz, ganz cool, wo dann die ganze Truppe in dieser Zwischensequenz dahin fährt. Aber wie gesagt, die ganze Geschichte mit dem, ja, das sind ganz viele, funktioniert meiner Meinung nach nicht so richtig. Das kommt nie so ganz an. Aber das ist halt auch ein bisschen eine komische Sache im Film schon gewesen, warum die da nur ein 10, 12 Mann starkes Team hingeschickt haben. Das ist so ein krasser, merkwürdiger Kontrast. Vielleicht gab es im Film irgendwie eine Erklärung oder rund um den Film auch eine Erklärung, warum das so war, warum die aus diesem riesen Raumschiff, was sie da haben, halt so eine winzige Crew haben. Aber der Film selber erklärt das nicht. Und damit ist es dann halt auch, das war im Film schon ein bisschen merkwürdig. Weil wir hier in dieser Szene ja auch nochmal sehen, es sind ja dieselben Raumschiffe vom Typ her. Und das eine ist standardmäßig halt mit hunderten Leuten besetzt und das andere halt, im Film waren es halt irgendwie so 12. Also es ist ein bisschen albern. Aber naja. Trotzdem, ich mag den ganz gern, den Shooter. Also ich finde das irgendwie, das ist ein schönes, stumpfsinniges Ballerspiel und ich mag sowas halt auch manchmal ganz gerne. Und mit dem Setting sowieso, und eh ein Alien-Fan, das ist ja irgendwie ganz, ganz cooles Setting und dank dieser Patches, die noch kamen, finde ich, sieht es auch halbwegs okay aus für ein Spiel aus, wann war das, 2013? Animationstechnisch könnte man sicherlich noch ein paar Sachen besser machen, aber so diese ganzen Lichtspielereien finde ich schon echt sehr stimmungsvoll und das hilft natürlich bei dem ganzen Setting. Naja, wer bis hierhin durchgehalten hat, von dem verabschiede ich mich jetzt. Wer nicht durchgehalten hat, der hört auch nicht, was ich hier gerade sage, von daher ist das dann egal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß dran, das vielleicht mal zu sehen. Ich hoffe, ich habe euch nicht so sehr mit meinem Grafikgelaber da genervt, aber wie gesagt, das ist ja auch ein altes Spiel, da kann man ja auch mal ein bisschen anderen Fokus setzen. Vielleicht irgendwann dann nochmal die DLC-Mission, wenn ihr Lust drauf habt, schreibt es einfach in die Kommentare, ob ihr die sehen wollt oder nicht. Also wie gesagt, drei Story-Missionen gibt es da noch und da würde ich nochmal durchaus hin zurückgehen. Ich verabschiede mich von euch und wenn ihr möchtet, schaut irgendein anderes Let's Play hier auf dem Kanal oder auf dem YouTube-Kanal oder irgendwo anders oder macht irgendwas anderes, wie immer, ne? Also die Ansage bleibt gleich, macht irgendwas, was euch Spaß macht. Bis dann, tschüss!